Super laute Belohnung. Oh Gott, doch 20 weitere von denen. Ach du Scheiße. Wenn du immer fleißig lernst, dann wirst du vielleicht auch mal Bürgermeisterin von einem Kuhkaff. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Alter, warum hat die so viel Pilz? Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hervorragende Arbeit. Weiter so. Alter, das ist so krass, diese Bilder. Ah, herrlich. I love it. Okay, da hinten kommen wir nicht einfach so hin. Bekommt ihr die Höhenluft nicht? Soll ich dir einen Therapeuten organisieren? Halt die Fresse. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Okay, Police Station. Was bist du denn, ein schwuler Ninja? Geh schon durch. Sorry, ich mach nicht mit jedem Selfies. Oh, sorry, du Model. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken, Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Erst mal den Test, dann vielleicht. Vertraue uns, wir sind die Guten. Hier stand das, war das zweifelhaft? Oh, oh, wen haben wir denn da? Ja, noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Hab ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe, besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir könnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Wer macht der da gerade hin? Wir wissen, wer da ja wohnt. Ja, der Schwarze muss böse sein. Herrlich. Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Oh Gott. Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Hey, eine Hand wäscht die andere. Komm, setz dich. Lass uns quatschen. Also, warum lauft ihr hier herum? Haltet ihr euch für kleine Superhelden-Selbstjustizler, so wie Ben Affleck?
So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Gerrits langem Sandwich zu verschlucken. Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-up-Comedy. Ich will umsatteln. Zu viel Verbrechen. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du mir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln. Wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, sehe ich. So. Oh Gott, nein. Okay, Nein! Nochmal. Ich hätte es fast geschafft. Ah, fuck. Das ist aber auch wirklich schwer, finde ich. Ja, okay. Alter. Schnell drücken, ey. Oh, fuck. Fuck. Oh, nee, fuck, die falsche, nein. Wie soll ich voll, fuck. Ich hab's gerade eben fast noch geschafft, ey. Ja, kann echt scheiße sein, ne? Okay, Yolandas Toilette habe ich geschafft. Aufladen. Schön. Okay.
Komm schon. Ah, fuck. Alter. Okay, mal. Muss ich ein andermal machen. Das ist echt fucking schwer. Okay, bevor ich in die Küche reingehe, ich crafte noch ein paar Sachen. Hui. Ah, ich kann wieder craften, ja. Ich muss mir diesen Kleber nochmal holen, ne? Nicht einen auf Yolanda machen. Nein, bitte nicht. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Klar. Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Jetzt in meinem Fall jetzt alte Senioren. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey. Ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte.
Ja genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. What the fuck? Alter. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Alter, ist das... Nein, das ist so widerlich. Der Blick und die Musik. Wenn nicht bald was passiert, fange ich an, Unmündige zu kitzeln. Ach, ja, schlag mich. What the fuck? Au. Oh, das mag ich. Kinder Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Jetzt zier dich nicht so. Gib dich der Liebe Gottes hin. Ja, er ist richtig auferstanden. Mir fehlen nicht die Worte. Alter, das... Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Knie nieder vor dem Herrn. Hey Mogelkönig, willst du das Spiel spielen oder für den Rest deines Lebens als Bescheißer-Bitch gelten? Was? Wieso? Das war jetzt richtig oder was? War das jetzt richtig und... Ich melde mich, wenn du bereit für den nächsten Schritt bist. Papa, heißt das jetzt, weil ich beim ersten Mal für geschafft habe? Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Ist das jetzt, weil ich direkt beim ersten Mal die Kombination hatte? Panic, go to heaven, send out a judge. Next, Ezekiel 23, Sandpaper. Ich hab's richtig gemacht.
Knie nieder vor dem Herrn. Ah. Und das wäre das Mogelkönig. Weil ich es vorher. Ich hab's jetzt einfach geraten. Alter. Jetzt wäre ich als Mogeltyp bezeichnet, weil ich das schon vorher wusste. Ich melde mich, wenn du bereit für den nächsten Schritt bist. Ich hätte gern ein Erinnerungsfoto nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Vor allem ich, ja, ich wurde fast vergewaltigt. So Leute, das war's mal wieder mit der heutigen Folge South Park. Falls sie euch gefallen hat, schreibt es auch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen.